Hallo, es ist euer Creeper und heute möchte ich euch meinen ersten Prototyp meiner neuen Lego-Achterbahn zeigen. Hier haben wir erstmal einen Druckbehälter auf 3 Bar aufgefüllt. Der geht dann hier hin und das ist nämlich die Bremse. Ich kann es mal zeigen. Der bremst dann, dann geht es runter und dann fährt ihr hier hin. Der geht dann hier rauf und da erkennt das dann der Ultraschall. Das fährt dann hoch. Dann ist das Teil nämlich so hoch, dass es hier rein geht in die Ritze. Abgefallen. Das geht dann hier hin. Das schießt dann rauf auf den Tisch. Das wird dann beschleunigt mit 2 XL-Motoren und ein 9:1, also 1:9 Gierteil. Es gibt jetzt einen Reifen hier, der zieht dann die Schnur und dann fährt es jetzt los. Ich zeige mal eine Demonstration. Das ist ein Lego-Akku, der geht dann hier zur Steckdose mit einem PS2-Stecker. Habe ich selber gebaut. Da kann ich unendlich Lego-Motoren anstecken und es wird nie langsamer, weil es 8 Ampere hat. Da steht mal das Programm. So, jetzt erkennt dieser Sensor, dass der Achterbahn hier ist. Das funktioniert nicht manchmal, aber das würde ich noch beheben, weil es ja noch ein Prototyp ist. Oh, jetzt muss ich noch ein bisschen programmieren. Dann steuere ich das. Das wird rauf und dann beschleunigt es raus. Also okay, ziehen wir mal das hier an. Hier, die erkennt das und das schaltet dann um. Dann schaltet der dann ein. Und erst wenn das fertig ist, wird deaktiviert. Das muss ich noch ein bisschen umprogrammieren. So, jetzt kann das. Dann dreht ihr das hier. Das geht dann hin zu dem Hebel. Hier habe ich 2 Schwungscheiben. 2 große Räder von ganz früher. Hier haben wir das Teil, das hochfährt. Das sieht so aus. Das wird von einem kleinen Motor angetrieben. Das könnte ein bisschen gehören, ich weiß. So, und hier habe ich modifizierte Schienen. Die sind ein bisschen auseinander geschnitten, sonst geht das gar nicht. Hier auch, das ist eine halbe Schiene. Ich weiß, es ist dumm von mir, aber anders geht's nicht. Ja, und gebe ich noch einen Tipp. Man kann diesen Spitz nehmen von einer Luftpumpe. Dann steckt man dann in den Schlauch hinein und dann kann man pumpen. Weil man sieht ja, da ist Luft drinnen, ordentlich, das hört man auch. Ja, nochmal ein ganzer Überblick. Hier ist sie. Ziemlich groß sogar. Ja, und das war's. Bye.